Grüß euch. Grüß euch. Könnt ihr mir sagen, wo der Herr Galli ist? Der Paul Galli? Ja. Ich bringe ihn gleich zu ihm. Merci. Wir sind noch in den Check, wie wir das immer machen, von jeder Rotation. Dadurch bitte. Darf ich schnell? Sorry, liebe Gäste. Ich habe euch nicht vergessen. Ich musste Prioritäten setzen. Und mein erstes Mandat ist jetzt ein Flug mit der Skywork Airline. Und zudem habe ich noch von den letzten 10 Jahren die Überzeit zum Kompensieren. Genau wie vor 17 Jahren gehe ich jetzt auf Australien. Und genau vor 17 Jahren hat mir der Polo Stähli gesagt, ich soll auf Wabern zum Büchler kommen und dort zu den Zeitschriften schauen. Das war das Yachting, das Golf, das Motorsport und eine Zeitung. Und jetzt bin ich da und der Job hat mir gefallen und ich habe es gepackt mit euch zusammen. Ich habe angefangen mit den Zeitschriften, mit den Lokalzeitungen, mit dem Zeitungsdruck und habe auch manchmal dürfen zügeln vom Dammweg auf Wabern, von Wabern an die Aare, von der Aare zurück an den Schulweg und zuletzt noch in den Zentweg. Jetzt kann ich mich anders anlegen. Ich habe es gerne bequem auf diesen langen Flügen und fliege jetzt auf Australien. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Sein erster Tag wird der Paul Galli nie vergessen. Der Polo Stähli hat einfach gesagt, du musst auf Wabern und zu den Zeitschriften schauen. Aber kein Büro und kein Stuhl hat auf den Paul gewartet. Das Chefbüro im 4. Stock war nämlich schon besetzt von Martin Brabant. Und der hat seinen Platz verteidigt. In Grünau hinten hat er dann noch so ein kleines Kummeli gefunden. Und er konnte anfangen, zu all diesen verschiedenen Heftchen, Zeitschriften zu schauen. Jedes einzelne hat sie ganz speziell Charakter gehabt. Die vom Motorsport sind mit dem Lederkombi arbeiten. Meistens haben sie gerade auch noch im Büro gepfuset. Die vom Yachting sind ein bisschen vornehmere Leute gewesen. Und die vom Golf und Country sogar ein bisschen versnobbt. Zum Glück hat es aber auch noch die von den Bauern gegeben. Das war noch ein Wirtschaftsvölkchen. Es war nicht nur ein Hobby, so ein gemischtes Völkchen zu managen. Aber es hat auch sehr viel gefreut und es hat auch Spass gemacht. Mit viel Herzblut und einem kleinen Team ist es jetzt auf Zeitungsdruckkunden losgegangen. Anzeiger um Anzeiger, Hornhauser und Schuttipost-Tabloid,
alle Arten von Prospektbeilagen haben wir zusammen gesucht zum Drucken. Und das nicht immer zur Freude von Markus, Fritz und ihrem Chef. Hey ja, man hätte ja auch zwischendurch die Maschine putzen müssen. Manchmal hatte er auch unzufriedene Kunden, wo nicht alles so gelaufen ist, wie es hätte sollen. Dann ist der gute Mann zum Bäcker gelaufen und hat einen riesen Cremeschnitt machen und hat sie den unzufriedenen Kunden heimgebracht. Das hat dann immer wieder gute Laune gegeben. Ganz schlau hat er es gemacht, der Herr Galli. Er hat die Zeitungen nicht nur gedruckt, nein, er hat sie mit dem Scheck vom Charlie gerade auch noch gekauft. Hey, da war er im Element und die Post ist so richtig abgegangen. Nichts hat sie aufgehalten, die oberen Herren der damaligen BTM. Sie sind auf Einkaufstour gegangen, von Murten über Kerzers bis nach Bümplitz. Berner Bär und Bantiger, alles haben sie sich unter den Nagel gerissen. Aber das hat ihm noch nicht gelangt. Nein, auch Burgdorf und Solothurn hat er noch gekauft und auch gut dazu geschaut. Die Solothurner sind ihm bis heute besonders am Herzen gelegen. Ich bin unterwegs, ich bin Solothurn und schon war er wieder fort. Woher er so viel Energie genommen hat, das kann man nur machen, wenn man seinen Job auch gern hat. Nicht nur krampfen die Heimer, nein. Wir konnten auch festen. Die Büchlerfeste waren legendär und die Mitarbeiter sind sich näher gekommen. Die von Murten und von Solothurn und die vom Berner Bär und von Burdorf. Wir hatten ganz prominente Gäste, zum Beispiel die Sängerin Natascha oder der Pfarrer Sieber mit seiner Frau Sonja. Einmal sind die Starbucks bei so einem Fest auftreten und haben uns mit ihrer